Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars. Heute mal mit der einsamsten Karre hier im ganzen Spiel wahrscheinlich. Wir fahren im Ginetta G40, der so aussieht, G40 Junior. Und jetzt muss ich mal eben wieder ins Cockpit für den Start. Wir sind auf Laguna Seca unterwegs, dem Mazda Raceway. Und ja, wie gesagt, in einer Klasse unterwegs, die ziemlich mau bestückt ist, nämlich nur mit einem Fahrzeug. Das ist die GT5-Klasse. Da müssen wir eben aufpassen, weil die hier so ein bisschen Nagel im Kopf haben, die KI. Ja, und es scheint keinen Kontrahenten zu geben, weil es steht auf gleiche Klasse und wir fahren trotzdem mit demselben Fahrzeug. Alle. Was ein bisschen blöd ist. Ich habe eigentlich gedacht, da gibt es ein bisschen Abwechslung in der GT5-Kategorie, aber da ist echt dieses Fahrzeug das einzige. Bisher müssen wir mal gucken, was die DLCs dann auch so bringen im Laufe der nächsten Monate, Jahre vielleicht sogar. Ich glaube, das Spiel soll ja über Jahre hinweg noch mit DLC nachgefüttert werden. Ja, aber wir gucken erstmal, dass wir hier einigermaßen gut um die Runden kommen. Die KI-Stärke steht auf 70. Ah, da hauen sie sich schon gegenseitig raus hier. Da haben wir echt ähnlich dumm reagiert wie die KI. Weil der einfach so vorbeifahren wollte, ohne wirklich zu bremsen. Und genau das wollte ich auch machen. Dementsprechend sah es dann auch aus, wie es gerade ausgesehen hat. Naja, wir fahren 6 Runden. Ist gerade schon einmal abgestürzt. Ich hoffe, davon bleiben wir verschont jetzt. Außerdem komme ich gerade... Okay, jetzt ist es nicht mehr gerade, aber kam vorhin aus der GameStocker Extreme-Aufnahme. Das heißt, ich muss mich noch ein bisschen umgewöhnen. Es tut mir leid. Korkenzieherkurve das erste Mal einigermaßen geschafft. Macht aber sehr viel Spaß zu fahren, muss ich sagen. Ich meine, okay, man hat keine Leistung, das kann man ruhig so sagen. Dementsprechend braucht man auch keine Angst haben vorm Übersteuern beim Gas geben. Huch, kurz nach rechts geguckt. Ich habe einen steifen Nacken, weißt du, und da musste ich mal eben... So, besser. Try to get a good run from the last corner. Slipstream passed him on the straight. Slipstream brauche ich nicht, das geht auch so. Wir müssen ihm nur ein bisschen Platz lassen. Ja, und jetzt können wir hier eigentlich schon vorbei. Jawohl. Okay, ich dachte, hier geht der Computer nochmal auf die Bremse, aber macht er gar nicht. Juckt's mir doch glatt im Ohr, das gibt's doch gar nicht. Stellt euch mal vor, ihr sitzt gerade im Auto auf der Nordschleife 24 Stunden, habt euren 3-Stunden-Stint angefangen und dann müsst ihr pinkeln oder die Nase juckt. Ah, das war gar nicht so schlecht. Wohl die bekannteste Kurve der Welt. Der Strecke auf jeden Fall, wenn nicht sogar der Welt. Die Korkenzieherkurve. Die Strecke ist ja, glaube ich, eher so im Westen Amerikas, ne? Ich fände es mal interessant, ob man mit den echten Wetterdaten hier auch wirklich was reißen kann. Normalerweise sind ja nur diese MSV-Strecken, die auch lasergescannt sind, die 4 in England, Brands Hatch, Oldham Park, Catwell und Snetterton, die haben eine Wetterstation dort aufgestellt, womit dann wirklich per GPS-Daten ermittelt wird, wie warm ist es gerade, wie viel Feuchtigkeit, wie viel Regen. Oder wie ist die Regenerwartung? Und diese Information kannst du dann hier im Spiel abrufen und ja, im Wettersystem niederschlagen lassen.
Jetzt hast du in England natürlich bei den englischen Strecken wahrscheinlich öfter Regen als hier so an der Westküste. Okay, ist ja nicht eine, ist ja keine Küstenstadt hier, glaube ich, ne? Aber das sind auch immer so Sachen, die so, ja, schön, dass man sie hat. Echtes Wetter und so weiter, aber braucht man's? Ich weiß nicht. Aber einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, und wenn ein Feature gratis dazukommt, dann immer her damit. Warum nicht? Einen geschenkten Barsch schaust du nicht in die Kiemen, hat mein Opa immer gesagt. Aber der war auch bei der SS, also von daher. Nein, Quatsch. Your lap time's a little bit erratic. Try and line up some strong, consistent laps. Keep focused and get back on it. Try and stop this guy getting underneath you. Cover that inside line. Ah, hier haben wir doch die viel schönere, schnellere Linie. Jetzt hockt er immer noch innen. Jawohl, da haben wir ihn aber. Und jetzt kommen wir hier vielleicht auch noch vorbei. Boah, ich dachte schon, den haben wir rausgedrängt, aber er hat einen Schwanz eingezogen. Zu unserem Glück. So, und da sind wir schon Neunter. Scheint sich hier übrigens um ein sequenzielles Getriebe zu handeln. Ich fahre mit den Schaltpedalen, gehe aber jedes Mal vom Gas. Und also wenn ich hochschalte, gehe ich vom Gas, und wenn ich runterschalte, gebe ich Zwischengas. Ein kleiner kurzer Stoß. Weil das von alleine nicht passiert. So sehr ich die Strecke auch nicht leiden kann irgendwie, also was heißt nicht leiden können, das klingt immer so negativ abwertend, aber ich mag auch keinen Rosenkohl, aber trotzdem dürfte ja Rosenkohl essen und ist auch bestimmt ein tolles, leckeres Gericht und nahrhaft und so weiter, weißt du? Naja, aber so sehr ich diesen Rosenkohl nicht mag, umso gerne würde ich aber trotzdem mal diese Kurve fahren und ausprobieren. Oder zumindest mal bei einem schnellen Auto mit drin sitzen. Einfach nur, um zu sehen, um zu checken, wie die sich fährt, wie die sich anfühlt. Das muss eine sehr heftige Kurve sein. Da müssen wir echt, da sind noch zwei Runden übrig. Und wir sind Achter. Okay, die zwei kriegen wir noch, den einen auf jeden Fall jetzt. Hallo, ich bin Lukas. Entschuldigung, er musste gerade sein. So, dich kriegen wir auch noch, Outback. Nee, nicht in Australien. Ja, ich weiß. Und da habe ich auch fast abgekürzt, um den zu kriegen, noch den sechsten Platz hier. Da haben wir ihn, da haben wir ihn, da haben wir ihn. Wo sitzt die Sau noch? Jawohl, da macht er schon Platz. Sehr gut. Jetzt bremsen wir ein bisschen früher als er. Das war nicht ganz so nett. Hier geht's fast Vollgas. Ich glaube, hier können wir sogar durchballern. Mit Vollspin beim nächsten Mal. So, und da vorne sind die letzten Gegner. Ne, einer konnte sich schon ein bisschen mehr absetzen. Ich meine, der Start hat uns natürlich auch Plätze ohne Ende geschenkt. Dieser Start, ne? Und da meckern sie alle immer mit ihrer Regierung und so weiter. Haha. Ja, komm. Mach fertig hier. 1:47.709. Das ist doch, glaube ich, schon mal was.
Ich muss mich, glaube ich, auch, das habe ich bestimmt schon öfter gesagt, ein bisschen mehr an die Strecke gewöhnen. Ihr kennt das ja bestimmt selber. Strecken, die man nicht so gerne mag, die fährt man auch nicht so oft und deswegen lernt man die auch nie wirklich mögen. Ja, also eine Strecke, die du gut fahren kannst, die magst du natürlich auch lieber. So, eine Strecke, die man lieber mag und öfter fährt, kennt man dementsprechend auch besser und dann potenziert sich das so ein bisschen nach oben immer. Bei mir löst eine Strecke, in der ich in der ersten Kurve schon rausfliege, immer direkt Frust aus. Taste dich an seine Schwachstellen ran. So, ich guck mal, wo er kitzlig ist oder was. Nee, aber dann ist das so eine Positivspirale oder Negativspirale, je nachdem. Das müsste zwar natürlich auf Willow Springs sein, eine Strecke, die ich auch nicht leiden kann, aber dann würde es mit der Spirale mehr Sinn machen. Naja, einen kriegen wir hier noch. Fünfter werden wir noch. Das wissen ja auch die wenigsten, bei amerikanischen Rennen hat das Podium immer 5 Plätze. Dementsprechend kriegen wir dann auch so eine Aluminiummedaille. So, genug Scheiße gelabert. Ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Hier gibt's noch ein bisschen was aus der Wiederholung. So hoffe ich, dass ich sie aufzeichnen kann. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Project Cars. Danke fürs Zusehen.